Erinnert ihr euch noch an den kleinen Stern Salina? Der kleine Stern Salina ist ein sehr neugieriger Stern. Er möchte immer alles wissen und fragt den großen Sternen manchmal Löcher in den Bauch. Wenn er nachts am Sternenhimmel funkelt und leuchtet, dann steht sein Mund manchmal gar nicht mehr still. Warum haben die Leute lauter Sterne aus Licht an ihren Häusern festgemacht? Und sieh nur, sogar an manchen Fenstern hängen weiße, rote und gelbe Sterne. Die großen, erfahrenen Sterne versuchen dem kleinen Sternchen seine Fragen zu beantworten, so gut sie können. Und wie der kleine Stern können auch die großen Sterne mitten durch die Zeit reisen. Heute schaut Salina zusammen mit dem großen Stern Fridolin an einem Abend im Advent 2020 auf das Dorf Havesse herunter. Salina wundert sich, warum die Menschen plötzlich überall Sterne aufhängen. Lieben die Menschen und Sterne so sehr, dass sie überall Sterne aufhängen? Will Salina von Fridolin wissen. Fridolin muss schmunzeln. Erinnerst du dich noch, Salina? Du wolltest doch unbedingt den Menschen helfen, damit sie sehen, wie lieb Gott sie hat. Natürlich erinnert sich Salina noch daran. Aber was hat das mit den ganzen Sternen da unten zu tun? Will Salina wissen. Na, das will ich dir erzählen. Aber erstmal müssen wir zurückreisen in der Zeit. Es gibt da drei Menschen, denen du unbedingt helfen solltest. Und kaum hat Fridolin ausgesprochen, sind die beiden Sterne schon unterwegs in das Jahr Null, unserer Zeitrechnung. In ein Land, das einige Tagesreisen weit im Osten von Israel liegt. Durch ein Fenster sieht Salina drei weise Männer, die gespannt den Himmel absuchen mit ihren Fernrohren. Auf dem Tisch liegen Karten vom Sternenhimmel. Einer der Männer winkt die anderen beiden gerade aufgeregt herbei. Kommt schnell her, hört Salina ihn rufen. Sieht nur da oben, ein neuer Stern. Das muss das Zeichen sein, von dem die Alten geschrieben haben. Salina schaut verwundert zu Fridolin, der direkt hinter Salina leuchtet. Warum schauen die drei Männer direkt in unsere Richtung, Fridolin? Sprechen die von uns? Ja, erklärt Fridolin. Unser gemeinsames Leuchten hat sie auf uns aufmerksam gemacht. Sie warten schon lange auf ein besonderes Zeichen, dass Gott einen neuen König schickt. Und wir sind für sie dieses Zeichen. Jetzt kannst du diesen Menschen helfen, wie du es wolltest. Aber Salina wird unsicher. Wie soll ich ihnen denn helfen? Sie können mich doch gar nicht hören, wenn ich rede. Nein, hören können sie dich nicht, aber sie können dich sehen. Darum ist es jetzt deine Aufgabe, ihnen den Weg nach Bethlehem zu zeigen, wo Gottes Sohn in ein paar Tagen geboren wird. Als Salina immer noch ganz verwirrt schaut, tröstet Fridolin den kleinen Stern. Nur keine Sorge, ich komme mit. Doch schau nur, die Männer packen schon ihre Sachen. Sie wollen keine Zeit verlieren. Bald kann unsere Reise beginnen. Viele Tage später reisen die drei Männer immer noch hinter Salina und Fridolin her. Salina hat sich inzwischen an den Gedanken gewöhnt, dass die Männer ihnen folgen und versucht, das Tempo immer so anzupassen, dass die Männer sie nicht aus dem Blick verlieren. Inzwischen sind sie in Jerusalem angekommen und die Männer reiten zielsicher auf den Palast des Herodes zu. Nein, ruft Salina erschrocken. Nicht in den Palast! Herodes glaubt gar nicht an Gott. Das ist der falsche Ort. Aber die weisen Männer können Salina nicht hören und lassen sich zu Herodes führen. Verzweifelt hört Salina, wie die Männer Herodes nach dem neugeborenen König für Israel fragen. Das kleine Sternchen beobachtet auch das gefährliche Funkeln in den Augen des Königs, als er scheinbar freundlich antwortet: Ich weiß noch gar nichts von einem neuen König, aber such ihn nur. Und wenn ihr ihn gefunden habt, sagt es mir. Dann will ich ihn auch besuchen und ihm Geschenke bringen. Empört ruft Salina: Der lügt doch! Der hat nur Angst um seine eigene Macht! Sagt ihm nichts! Völlig aufgebracht saust Salina am Himmel hin und her. Das merken auch die drei Männer, als sie wieder auf der Straße stehen. Sie schauen hoch zu Salina und wundern sich: Ich glaube, unser Stern wird uns was zeigen. Jerusalem scheint nicht der richtige Ort zu sein. Wir sollten genau beobachten, wohin unser Stern uns führt, stellt einer der Männer fest. Jetzt ist Salina erleichtert. Komm, Fridolin, sagt Salina aufgeregt. Jetzt gucken die Männer endlich wieder nach uns. Wir müssen sie nach Bethlehem bringen. Dort ist doch der Sohn Gottes geboren worden. Den sollen die Männer besuchen. Und dann bringt das kleine Sternchen Salina die weitgereisten Männer zu Jesus, dem Sohn Gottes. Und so hat Salina Menschen geholfen, den Sohn Gottes zu finden und zu erkennen, wie sehr Gott die Menschen liebt. Auf der Heimreise ist Salina immer noch ganz glücklich und muss an die schönen Geschenke denken, die die Leute den Eltern für das Baby überreicht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Jetzt verstehe ich, warum die Menschen überall Sterne aufhängen, sagt Salina zu Fridolin. Sie wollen sich daran erinnern, dass wir Sterne Menschen den Weg zu Gottes Sohn gezeigt haben. Und vielleicht wollen sie sich auch daran erinnern, dass sie selbst den Weg zu Gottes Sohn finden wollen.
Da könntest du recht haben, gibt Fridolin schmunzelnd zu. Doch jetzt komm, wir wollen nach Hause zurück.